Guten Abend, meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Vielleicht habt ihr auch in den letzten Wochen, Monaten sehr viel mehr Medien konsumiert als sonst. Ja, es sind ja außerordentliche Zeiten, die wir erleben. Und wir Medienschaffenden von den traditionellen Medien, Radio, Fernsehen, Zeitungen und Online-Portalen, haben sehr viel Feedback bekommen, viel Komplimente auch bekommen von euch. Ja, da ist Lob zurückgekommen. Und gleichzeitig hat es auch Kritikpunkte gegeben. Einer ist, ja, wie objektiv haben die Medien in dieser Zeit berichtet. Und das ist das Thema von heute Abend im Medienclub. Der Titel dieser Sendung ist «Tatsachen und Meinungen». Und die Gäste sind folgende. Regula Stempfli, sie ist Politologin, sie ist Dozentin und Autorin. Dann der Marc Isenegger, Medienwissenschaftler, Leiter vom Forschungszentrum Öffentlichkeit und Gesellschaft, FÖG, von der Uni Zürich. Der Patrick Müller, Journalist, Chefredakteur bei CH Media. Direktorin von Radio und Fernsehen, SRF, Nathalie Wappler. Und der Alex Bauer, Journalist, Redakteur von der Weltwoche. Und im Verlauf der Sendung wird später auch noch live aus Washington der Kollege Peter Dückeli, der Korrespondent von SRF, zugeschaltet. Und er wird seine Einschätzung geben, gerade zu den aktuellen Ereignissen in den USA. Ja, die aktuellen Ereignisse in den USA, das ist natürlich das eine grosse Ereignis der letzten paar Wochen und Monate. Und das andere ist Corona. Corona-Krise, Corona-Krise. Pandemie. Und das beschäftigt nicht nur euch, die Menschen, das Publikum, das beschäftigt auch uns Medien. Wir haben manchmal flächendeckend darüber berichtet. Seit Januar sind über 250'000 Artikel allein in der Schweiz zum Thema Covid-19 oder auch Corona erschienen. Und da ist es eigentlich eine gute Gelegenheit, mal zurückzuschauen, eine gewisse Bilanz zu ziehen. Erste Frage gerade in die Runde. Wenn ihr jetzt eine Note geben müsst, 1 bis 6, wie der Schuh. Also die ersten 10 Wochen würde ich sicher ungenügend geben. Aber dann in der Entwicklung würde ich sagen, genügend. Ein 4 oder ein 4,5 sogar. 5 sicher nicht, aber ich bin dort gnädig. Am Anfang würde ich wirklich, haben sich aber die Medien verbessert. Der Schnitt ist der? Ist 4,5. Nein, geben wir ein 4,5. Also schon genügend. Genügend ist mal wichtig. Gut. Patrick Müller, der hat auch hier jetzt heute Abend natürlich auch zwei Hüte an. Der eine ist der, wo man als Privatperson in dieser Krise drin war, wo man sich selber informiert hat. Geben wir doch zwei Noten, nämlich die eine Note, wie ihr sie geschätzt habt, wie die Medien das Ganze gemeistert haben, wie die Berichterstattung war, und das andere, wie ihr bei CH Media abgeschnitten habt. Und wir haben natürlich einen Sechser, das ist logisch. Nein, also ist ein bisschen unseriös, ehrlich gesagt, als Journalist aus dem hohlen Bauch raus Noten zu verteilen, mache ich eigentlich nicht so gerne. Vor allem, es gibt ganz unterschiedliche Medien. Einige haben ein 1 oder ein 2 und andere wahrscheinlich ein 6er. Ich weiß auch nicht. Ich müsste eigentlich einen Schnitt ausrechnen aus dem Bauch. Und wer? Wenn Sie darauf beharren, muss ich eine Note sagen. Ja? Ja, ich würde sagen, wahrscheinlich ein 4,5. Wieso wie der Klassenschnitt in den meisten Klassen? Wahrscheinlich für das Gesamtsystem. Und wenn ich jetzt Pradomo sage, ich habe natürlich gefunden, wir haben es gut gemacht, das 5. 2,4 aber jetzt im Moment. Nathalie Wappler, bei euch das Gleiche. Das eine ist das Unternehmen, SRF, Radio, Fernsehen. Das andere ist der Eindruck, den man selber auch bekommt. Ja, also ich würde mich Patrick Müller so ein bisschen anschliessen. Es ist wahnsinnig schwer, einfach eine Note zu verteilen. Zumal, wie man ja auch selber als Macherinnen und Macher unter einer besonderen Situation das ja auch hätte müssen bewältigen. Und ich finde, dass mir und die anderen Informationsmedien, also ich würde einen 5er geben. 5 bis 5,5 würde ich geben. Und mit der Betonung auf die Informationsmedien, weil ich jetzt gerade irgendwie überlegt, wer denn auch noch die ganzen Twitter-Diskussionen, also was sind jetzt eigentlich, welche Note gebe ich welchen Medien? Oder? Und darum würde ich die Unterscheidung machen, Informationsmedien, und dort würde ich schon 5 bis 5,5 geben. Alex Bauer? Note für die Weltwoche, Note für Alex Bauer als Medienkonsument. Wobei ich bin ja dafür bekannt, dass ich die Weltwoche etwas kritisiere. Aber in dem Fall haben wir wirklich einen super Job gemacht. Aber wir sind natürlich auch immer ein bisschen vom Mainstream abgewichen, was da wirklich bitter nötig war. Und was sonst Berichterstattung in der Schweiz anbelangt, bin ich auch irgendwie, jetzt vielleicht zur Enttäuschung von vielen, irgendwie bei einem 4,5 irgendwo im Mittelbereich, aber nur im internationalen Vergleich. Weil, wenn wir es international vergleicht haben,
die Medien in der Schweiz relativ, in der Deutschschweiz, in der Romans würde eine schlechtere Note geben, relativ besonnen reagiert. Und das ist ja eigentlich für mich das Hauptkriterium. Also, dass man die kritische Distanz wahrt und auch eine gewisse, ja, dass man in so einer Situation nicht auf Panik und Hysterie macht. 6 für die Weltwoche, habe ich es richtig verstanden? Leider hört es bei 6 auf, ich würde sogar... Gut, nein, das ist ein Schnitt von 5. Nein, wir haben auch Fehler gemacht. Also es hat bei uns, muss ich auch sagen, nein, 6, kannst du nicht 5 oder 5 halber. Aber ich bin auf jeden Fall froh gewesen, dass es die Weltwoche geht, weil wir haben immer auch dann noch eine andere Stimme reingebracht. So viel zum Spot schon für die Weltwoche, ja. Aber 6er CA Media habe ich auch gehört. Marc Iserecker. Das Spannende ist euch heute Abend, ihr habt das Ganze angeschaut. Also, ihr habt es aus Experten, aus wissenschaftlicher Sicht angeschaut. Ihr habt 21 Medien untersucht. In dieser, ich glaube, 3 Monate waren das. Mhm. In dieser Zeitspanne, wo sie auch das Wichtigste passiert ist. Auch der Frage an euch. Die Studie ist noch nicht abgeschlossen, aber ihr habt jetzt hier für die Sendung doch erste Ergebnisse so mitgenommen. Was ist eure Note? Ja, sehr ungern natürlich, dass ich als Wissenschaftler das muss abbrechen auf eine Note. Wenn ich es trotzdem muss, würde ich einen 5er geben. Also die Leistung der Informationsmedien ist doch über das Gesamte, glaube ich, eine gute Leistung gewesen. Und für mich ein Nennwert, man kann verschiedene Faktoren nennen, aber wenn man die Informationsmedien vergleicht mit dem, was in der freien Wildbahn vom digitalen Netz verbreitet worden ist, muss ich sagen, haben die journalistischen Medien sehr einen guten Job gemacht. Sie haben beispielsweise gnadenlos Verschwörungstheorien sofort aufgedeckt, sind kritisch dagegen vorgegangen. Das ist ein Faktor von vielen. Auch die Vielfalt war gross. Und was für uns auch eigentlich erstaunlich war, ist auch die kritische Distanz beispielsweise gegenüber Behörden ist grösser gewesen, als man hätte erwarten können. Ist eigentlich der Eindruck, den du gehabt hast, auch als Privatperson, hat sich der deckt mit der Expertise? Nein, meine persönliche Meinung war kritischer. Es gibt natürlich Sachen, die man negativ bewerten muss, die teilweise auch unsere Studie gezeigt hat. Also eine extreme Abhängigkeit von Expertinnen und Experten. Das ist schon auch sehr, sehr deutlich geworden. Also, ich sage mal, der Grundtenor in die eine oder die andere Richtung war sehr stark getrieben über die Expertinnen, die man auftreten hat in den Medien. Da hat unsere Studien auch gezeigt, dass man teilweise zu wenig kritische Distanz hatte. Dass man in einer extremen Abhängigkeit war gegenüber den Experten. Teilweise auch in Fragen, die ich muss sagen, wo der Journalismus hat, müssen selber Kraft aufbringen für eine Recherche. Zum Beispiel die Sache mit den Masken. Ich meine, das ist jetzt wirklich ein Thema, wo man nicht muss Expertinnen und Experten befragen, ob es das Sinn macht oder nicht. Das ist für mich etwas, das eine originäre journalistische Rechercheleistung eigentlich gefordert war. Das ist zu wenig passiert. Und das zeigt auch, dass ich da ein bisschen reich, nicht bei allen Medien, aber doch, dass man so den Wissenschaftsjournalismus oben runtergefahren hat in den letzten Jahren, die Kraft nicht mehr überall hat. Und das andere, was ich kritisch sehe, ist der Umgang mit Zahlen, mit Statistiken. Da hat es teils Medien gegeben, die hervorragend gearbeitet haben. Zum Beispiel Tagesanzeiger, Interaktivteam, wirklich hervorragend. Aber es hat doch viele Medien gegeben, die sehr unkritisch mit Zahlen umgegangen sind, die einfach nackte Zahlen verbreitet haben, ohne die einzuordnen, in Beziehung setzen zu einer Gesamtbevölkerung, auch geschaut, wie sieht die Altersstruktur an. Man hat unstatthafte Ländervergleiche gemacht. Das sehe ich auf der kritischen Seite. Also gesamthaft doch ein 5er, aber mit Abstrich. Gehen wir es Punkt für Punkt durch. Und ich habe es von der Produzentin Samira Matta gehört, sie hat es ausgerechnet. Wir sind bei 4,9. Ist nicht so schlecht als Schnitt. Aber gehen wir jetzt mal die Kritikpunkte an. Etwas, was ja sehr spannend war, am 21. März hat es so ausgesehen in der Schweiz. Da hat es einen Schulterschluss von praktisch allen Zeitungen. Der Appell vom Bundesrat, vom Bundesamt für Gesundheit, bleiben Sie zu Hause, ist überall zu sehen. Das war die Titelseite. Und dann hat es, wie soll ich sagen, einen Seitenhieb vom CEO von Ringier, von Marc Walder, der gesagt hat, ja, also, Entschuldigung, es ist eine historische Situation und die NZZ ist nicht dabei. Das war die Aussage. Das ist doch keine Solidarität. Das ist super schwach. Patrick Müller, bei CH Media ist der Partner NZZ. Ich glaube, öffentlich hat sich die NZZ nie geäußert.
Warum hat sie eigentlich mitgemacht? Ich glaube, bei der NZZ war der Reflex, man wollte auf der Frontseite redaktionellen Inhalt bringen und nicht Werbung bringen. Das war eigentlich offizielles Inserat, das die Verlage zur Verfügung gestellt haben. Ich habe den Reflex noch verstanden. Und ich glaube auch nicht, dass sich jetzt das Virus weniger schnell ausbreitet hätte, wenn die NZZ das Inserat auch gedruckt hätte. Trotzdem mehr als CH Media haben mitgemacht. Also eure Erwartung schon gewesen, eigentlich hat die NZZ auch mitmachen. Nein, Moment. Ich finde, das muss jede Zeitung selber entscheiden. Wir haben mitgemacht und ich habe es auch richtig gefunden. Es war in einer Phase, in der tatsächlich die Aufklärung, der Informationsbedarf noch gross war. Irgendwann haben glaube ich, die Leute gewusst, Hände schütteln, Abstand halten, Desinfektionsmittel benutzen usw. Das hat man dann gewusst. Aber das ist noch in einer relativ frühen Phase. Ich habe eine gute Aktion gefunden, begreife aber auch die NZZ. Und ich bin aber nicht sicher, ob man zwei, drei Wochen später noch mitgemacht hätte. Weil die Behördennähe, die Herr Isnegger erwähnt hat, war tatsächlich am Anfang wahrscheinlich zu gross. Es war eine andere Krise als frühere Krisen. In der Regel sind die Journalisten die Beobachter aus Distanz. Finanzkrise, man schaut, was Banker machen, man schaut Exzesse auf den Finanzmärkten. Und da sind wir aber mittendrin gewesen. Wir sind selber auch. Und dann müssen wir uns organisieren. Homeschooling, Homeoffice, funktioniert das alles? Man war sehr mit sich selber befasst gewesen. Es war auch keine politische Krise gewesen. Sie haben das angesprochen. Man war auf Experten angewiesen gewesen. Die Anzahl von Virologen und Epidemiologen ist auf der Redaktion nicht übermäßig groß. Hingegen hat man sehr viel Polit- und Wirtschaftskompetenz. Und das war keine politische Krise. Am Anfang ist dann eine geworden. Und auch eine Wirtschaftskrise. Und ab dann ist es dann auch sehr kritisch geworden. Also ich noch bei dem, nur noch kurz, ich finde, relativ schnell hat die Schweizer Medien von dem Schulterschluss und so ein Einheitsbrei, sagen wir es jetzt mal so, kritisch. Die Weltwoche scheint Mittwoch, Donnerstag. Es war eine Samstagausgabe gewesen. Die Weltwoche wäre 100% dabei gewesen, oder? Sicher nicht. Und ich muss sagen, mein erster Reflex ist eigentlich auch sehr gut. Okay, man hat wenig gewusst, jetzt, also wo der Shutdown gekommen ist. Und das ist eigentlich irgendwie so der erste Reflex. Okay, es ist eine Gefahr, wir wissen es nicht so genau. Man muss irgendwie zusammenstehen. Und das ist bei uns auch das ist eigentlich so der erste Tenor gewesen, der erste Reflex. Der Christoph Blocher hat gesagt, wir müssen hinter dem Bundesrat stehen, am Anfang. Ja, nein, ich meine... Nein, Frau Martullo war ja die Erste, die mit der Maske erschienen ist. Und zum Glück, das hat uns wahrscheinlich von der Maskenpflicht befreit. Wie alle gesagt haben, die spinnt ja, oder? Und automatisch kann ja nicht gut sein, wenn etwas von der Frau Blocher oder Martullo kommt. Und so, das hat vielleicht da ein bisschen geholfen, das ein bisschen zu dämmen. Nein, aber Spass beiseite. Ich habe dann im Rückblick, und so in die ersten zwei Wochen vom Lockdown, ist man, glaube ich, irgendwie noch... haben wir gefunden, ja gut, okay, jetzt muss man einfach, solange dass man es nicht weiß, muss man zusammenstehen. Und im Rückblick muss ich aber sagen, ich schätze es heute, ich glaube, es war eine Überreaktion gewesen. Von den Medien? Von den Medien, aber es ist international gelaufen. Es ist so wie ein Tsunami, der kommt. Und man hat das, ich glaube, es ist masslos überschätzt worden, die Gefahr. Ich gehe auch davon aus, heute, dass es einfach irgendwie halt eine brutale Erkältung ist. Und, ja, über das. Eben, über das. Ja, nein, aber ich sage es Ihnen einfach, das ist halt meine Ding. Aber in dieser Situation, damals habe ich gefunden, ja gut, okay, das ist nachvollziehbar. Ich glaube, es ist zu lang gegangen, bis dann die kritischen Stimmen gekommen sind. Oh, es geht, also ich bin ziemlich... Wir haben jetzt den Blick auf Deutschland. Ja. Ich kann sagen, dass ich jetzt heute Abend zuerst nach 3 Monaten genau. sind wir über die Grenze in die Schweiz gekommen. Ihr habt jetzt auch den Blick, wie ist das in Deutschland von den Medien gemacht worden, wie ist es in der Schweiz gemacht worden und ist so eine Aktion bei euch angekommen? Es ist ähnlich gelaufen in Deutschland. Ich habe so das Gefühl gehabt, es ist noch ein bisschen autoritärer gelaufen. Also da sieht man das schon in der Schweiz. Also wie gesagt, ich bin eine von den Ersten gewesen, die schon auf Twitter sehr schnell darauf hingewiesen hat, dass es eigentlich eine Personalisierung ist für die Politik. Oder? Also wie der Bundesrat sagt, yes, Gott, bleibt daheim, macht Homeoffice, macht Homeschooling. Das ist eigentlich eine Verantwortung für ein grosses politisches, internationales und gesundheitspolitisches Problem vor einer Pandemie. Sofort die erste Reaktion. Wir als Bürger und Bürgerinnen sind in die Verantwortung genommen. Wir müssen handeln. Oder? Das ist anders als bei einem Kriegsausbruch, wo der Bundesrat der Regierung sofort eine Rationierung machen kann, einen Lohnfortzahlungsbeschluss usw. Und das hat mich eigentlich, das hat mich schon von Anfang an wirklich aufgeregt. Ich finde aber auch, die ersten 2 Wochen, man hat nichts gewusst über das Virus. Und dann ist es klar, wie man
das Gefühl hat, es hat eine wahnsinnige Ansteckungsrate im öffentlichen Raum, dann ist es klar, dann müssen sofort Massnahmen ergriffen werden. Oder das ist das Einzige, und das sind auch die Medien müssen dabei oder in der Pflicht eine Art, ja, das ist, ja, den Appell definitiv an die definitiv Öffentlichkeit. Das ist eine Gesundheit, das ist wie, ja, wenn ihr dürft bei Seveso oder wie Tschernobyl, ihr dürft nicht rausgehen und Gabäri essen. Oder? Also das ist die Situation gewesen. Eine gewisse Legitimität. Das hat mich gut gemacht. Ausser einfach die Massnahmen, die sofort kamen, das hat mich extrem schockiert und wahnsinnig wütend gemacht. Einfach so eine Selbstverständlichkeit. Ah, ja klar, jetzt machen die dort mal Homeoffice machen, dort mal Homeschooling machen. Das sind gouvernementale Aufgaben oder persönliche Aufgaben. Die sind einfach delegiert worden. Über das können wir vielleicht schon noch reden. Aber ja, das ist der Ausgang. Nathalie Wappler, spannend war in dieser Zeit, wenn man Radio gehört hat, ist alle Stunde ist verlesen worden, und zwar mit eindringlichem Ton, was der Bundesrat an Verhaltensregeln erklärt. Also da ist dann der Verdacht von SRG, SRF, Radio, Fernsehen, wo zum Staatsfunk wird, ist das auch schon aufgekommen. Also es handelt sich um die sogenannte Bekanntmachungspflicht. Und die Bekanntmachungspflicht steht im Radio- und Fernsehgesetz, wo uns dazu verpflichtet, also von der Bundesverwaltung aus, dann in Krisensituationen genau so einen Text dann, also zu verlesen oder ihn als Crawley zu blenden. Und mir ist nur so in dem aufgefallen, oder, wo ich auch mit dem konfrontiert war, dass wir schon lange das auch nicht mehr angewendet haben. Oder? Also, und wir hätten vielleicht können noch stärker sagen, es ist wirklich aus dem Radio- und Fernsehgesetz diese Bekanntmachungspflicht. Aber was wir gemacht haben, ist, wir haben es zum Beispiel im Radio mit einer Stimme abgesetzt. Wir haben es auch als Scroll im Fernsehen haben wir es deutlich gekennzeichnet. Und was ich eben dann wieder festgestellt habe, weil der Vorwurf gekommen ist, weil wir haben ja sonst weder in den Nachrichten oder sonst in den anderen Sendungen haben wir ja genau gleich kritisch berichtet. Aber dass der Eindruck entstehen konnte, ist vielleicht eben tatsächlich, dass man nochmal auf diese gesetzliche Grundlage hätte müssen besser und stärker verweisen können. Aber die gibt es tatsächlich und einmal mehr. Also ich habe wahnsinnig viel gelernt in den ersten zwei Wochen. Und ich glaube, es ist eben so ein bisschen das, oder? Man ist ja gerade selbst betroffen. Also man ist berichterstattend und selber betroffen. Also wir alle in unserer Körperlichkeit sind wir auch mit betroffen gewesen. Und das ist schon, glaube ich, für uns alle auch eine Ausnahmesituation gewesen. Was sich der Eindruck noch verstärkt hat, dass das SRG, SRF-Programm, Radio und Fernsehen nach beim Bundesrat war, ist dann jede Pressekonferenz ist übertragen worden. Man hat dann eben, wir haben vorher von den Virologen, Epidemiologen einzustimmen, man hat immer der Daniel Koch vom Bundesamt für Gesundheit, man hat immer den Gesundheitsminister Berset, man hat immer... Also, dort ist der Eindruck gekommen, jetzt ist der Bundesrat in diesem Notrecht und dann wird er auch der SRG sagen, was sie für ein Programm zu machen haben. Aber ich erwarte von der SRG nichts anderes. Also ist das polemisch gemeint? Nein! Also hat die privaten Medien, also ein Livestreaming von dieser Pressekonferenz ist überall gekommen. Und es war ein enormes Interesse. Die Leute haben das also wissen. Und wenn wir von den Medien reden, ich meine, die reine Faktenvermittlung, das Vermitteln von dem, was der Herr Koch sagt, man kann es nachher hinterfragen, man muss es hinterfragen, aber die Leute müssen zuerst mal wissen, was sagt der Bund. Und eure Zuschauerzahlen sind exorbitant bei einer Pressekonferenz, oder? Aber man hätte eben wissen, was ist los, oder? Also es ist dann nachher natürlich auch in eine Einordnung gegangen, aber das Informationsbedürfnis, und ich glaube, das haben alle Medien können feststellen, ist enorm gewesen. Es ist ja überhaupt erst mal darum gegangen, was ist eigentlich los? Wie ist das mit dem Virus? Wie verbreitet sich? Was wissen wir nicht? Und ich glaube, in dem Ganzen drin, oder, hätte man einfach am Anfang überhaupt erst mal dieses riesige Informationsbedürfnis müssen nachkommen. Und ich bin an dieser Stelle bin ich froh gewesen, wie Sie haben es vorher erwähnt, dass wir auch Fachredaktionen Wissenschaft haben, oder? Also wo wir dann haben können, auch unsere eigenen Expertinnen und Experten können befragen und haben können sagen, wie schätzt ihr das ein? Aber natürlich, oder? Also die Pressekonferenzen, die haben wir übertragen, weil dort ist auch für uns dann wieder neue Informationen mit dazugekommen, die wir ja mit denen dann auch umgegangen sind im Radio und im Fernsehen und auch online. Oder? Also der Bundesrat hat nicht das Programm gemacht in dieser Zeit. Das ist der Vorwurf, der also, häufig vor ist. Ja, also wie gesagt, ich glaube, man muss dort wirklich trennen zwischen dieser Bekanntmachungspflicht, die einfach gesetzlich verankert ist, und dann, wo wir auch kennzeichnet haben, jetzt kann man sich darüber unterhalten, mehr oder also noch mehr kennzeichnen.
Aber ansonsten sind wir genauso unabhängig wie alle anderen. Und wenn es die Pressekonferenz ist, ja, genau. Das ist ja gut. Das eine ist das, was das BAG bekannt gibt. Oder? Und das ist, aus meines Erachtens, soll das einfach unkommentiert gebracht werden. Und das andere ist dann, was auf der politischen Ebene läuft. Oder? Und dort. Oh, das ist gerade das Parlament auf Eis gelegt, mehr oder weniger. Das Parlament auf Eis gelegt, aber das hat dann, auf Eis gelegt, müssen wir jetzt. Gut, aber dort ist. Also das Parlament hat sich selber auf Eis gelegt. Das ist dann noch eine andere Frage. Oder? Also das dort in der Berichterstattung hat es wirklich ein Zeitchen gebraucht, bis auch Parlamentarier und Parlamentarierinnen von den Medien selber sind darauf aufmerksam gemacht worden, seid ihr eigentlich wahnsinnig. Oder? Also ihr habt euch völlig selber kastriert. Also das finde ich, dass der Gewählte. Abgeordneten nicht ist in den Sinn gekommen, dass ob im Kriegsausbruch, dass man einen Vollmachtenausschuss hat oder also das ist die politische Dimension. Das andere ist natürlich, aber dass Medien, sie sich zum Teil Medien den Druck hätten gemacht. Also das meine ich jetzt nicht mehr SRF oder der SRG, sondern auch die Privatmedien, die sonst immer am grössten und am lautesten sind. Und haben dort überhaupt keinen Druck gemacht. Und wie die das überhaupt das Thema erwähnt hätten. Der hat die Parlamentarier und innen auch reagiert. Die Medien haben die geweckt, oder? Und das ganze System war etwas paralysiert. Wir haben es gesagt am Anfang, die journalistischen Reflexe sind in diesem ersten Schock etwas verschwunden. Alles zu hinterfragen. Aber ich glaube, die Medien, das muss man wieder positiv sagen, bei aller Kritik, sind schneller verwacht als das politische System und haben irgendwo Dampf gemacht. Und sie haben die Pressekonferenzen angesprochen. In den ersten paar Pressekonferenzen sind nur Fragen gekommen, wie meinen Sie das und wie ist das? Und relativ schnell sind dann kritische Fragen gekommen, zu den Masken, zu den Vorräten, später Grosseltern. Die Widersprüche, die sich das BAG verwickelt hat. Also ich finde, die Medien sind dann schon verwacht, haben hinterfragt, haben ihre Aufgabe wahrgenommen und haben Politik geweckt. Und dann, wo der Lockdown gekommen ist, erst recht. Oder? Wie sinnvoll ist der, wie lange geht er? Und ich glaube, es ist immer ein bisschen die Gefahr der Medien, dass sie es im Nachhinein besser gewusst haben. Aber in vielen sind die Medien tatsächlich der Behörden vorausgesetzt. Zum Beispiel die Schulschlüssigen. Der Herr Vernazza, wenn sie vorher kritisiert haben, dass wir zu viele Experten haben auftreten lassen. Überrascht mich übrigens, dass Sie als Wissenschaftler dagegen sind, dass wir Wissenschaftler dort auftreten. Das finde ich eigentlich hervorragend. Herr Vernazza hat schon sehr früh gesagt, im SRF, auch in den CH-Medienzeitungen, die Schulschliessungen bringen nichts, hören wieder auf. Im ersten Moment war es wahrscheinlich richtig, das zu machen. Dann haben nämlich die Leute verstanden, was es geschlagen hat. Ja. Aber man hätte viel früher wieder aufhören müssen. Und irgendwo war dann Politik gelähmt, und zwar die Exekutiven und Behörden. Und die Medien haben den Job gemacht. Und ich habe den Eindruck, ohne die kritische Medienarbeit wäre noch das ganz, noch viel länger gegangen, der ganze Lockdown. Wir können das bei euch übrigens gerade. Darf ich schnell reagieren? Genau. Weil ich habe nicht gesagt zu viel, sondern zu unkritischen Umgang mit Experten. Genau. Ich glaube, das ist einfach etwas, was man grundlegend muss unterscheiden. Vielleicht, um auf Ihre Frage zurückzukommen, Herr Fischlin. Ich meine, die konzertierte Aktion vom Verlegerverband, ist das gut oder nicht gut? Ich sehe das als Wissenschaftler sehr kritisch. Weil natürlich, ich meine, im Kern war das eine Werbeaktion. Das war nicht eine Aktion, wo man auf einer argumentativen Ebene die Bürgerinnen und Bürger überzeugt hat, dass es Sinn macht, in Lockdown zu gehen. Ich persönlich bin überzeugt, dass es sehr viele Gründe gegeben hat, überzeugende Gründe, in Lockdown zu gehen. Aber so eine konzertierte Aktion hat das Meinungsklima geschaffen, wo es tatsächlich in einer gewissen Phase schwierig war, die kritischen Fragen zu stellen. Und das sieht man übrigens auch in unserer Studie. Ich gebe Ihnen recht, Herr Müller. Irgendwann sind die kritischen Fragen gekommen, aber es hat das Fenster gegeben, wo der Journalismus zu unkritisch war, weil es auch so eine Mehrheitsmeinung gegeben hat oder ein Grundframing, wie man jetzt mit dem umgehen soll. Und das ist nicht die Aufgabe des Journalismus. Der Journalismus hat in jeder Zeit, in jeder Phase die Aufgabe, kritische Fragen zu stellen. Also jetzt müssen wir aber unterscheiden. Sehr pauschal. Ja, genau. Jetzt müssen wir unterscheiden, weil punkto Virus haben wir alle eigentlich ganz keine Ahnung gehabt oder wenig Ahnung gehabt. Selbst die Experten haben wenig Ahnung gehabt. Und Medien, einfach alle. Geben wir es einfach mal. Ja. We had no idea, wie das ausgegangen wird. Das würde ich mal sagen. Und da würde ich nicht sagen, da braucht es Kritik. Also es braucht kritisches Nachfragen. Gibt es bessere Daten? Können wir Länder sehen, wo sie es ganz anders machen? Und so. Und das haben wir schlicht die ersten 3-4 Wochen, würde ich sogar sagen, nicht wirklich gehabt. Was hat gefehlt? Also das Grundframing würde ich überhaupt nicht kritisieren. Was hat gefehlt, ist
die kritischen Fragen, gerade beim Homeoffice, Homeschooling, das, oder was das bedeutet für die Familien mit dysfunktionalen, also mit Suchteltern und so weiter und so fort, die Fragen sind viel zu lang überhaupt also nicht kritisch. Die Kritiken könnte man bringen. Oder der Fokus, wenn der Bundesrat sagt, wir machen Hilfspaket. Da bin ich auch sofort auf Tweet. Das ist kein Hilfspaket, sorry, das ist eine Entschädigung. Also wie wir wirklich politisch argumentieren. Ich weiß nicht, wie viele Leute eigentlich über Nacht enteignet worden oder nicht enteignet, aber hey, nicht mehr können wirtschaften, Bürgerrechte sind außer Kraft gesetzt worden. Das hat man viel mehr können in Frage stellen, aber nicht mit dem Virus wie also nein, kritische Frage, war. Masken oder nicht. Aber ist der berühmte Wissenschaft der Lockdown selber? Wir dürfen nicht vergessen, zu dem Zeitpunkt am 16. März, wo die Bundesratskonferenz war, haben wir in Italien bereits schon eine recht lange Zeit der Lockdown gehabt. Da konnte der Journalismus genau anschauen, okay, was haben diese Länder für Erfahrungen gehabt. Die Informationen haben zu diesem Zeitpunkt eigentlich gefehlt. Die Kritikfunktion im Kontext des Lockdowns war zu wenig ausprägt. Und das in einer sensitiven Phase, wo die andere Kontrollinstanz der Gesellschaft, das Parlament, komplett ausgeschaltet war. Umso mehr hätte der Journalismus kritisch analysiert. Genau, und das ist die Aufgabe des kritischen Journalismus, herzuschauen. Vierte Gewalt, Wachhund, eine Art von der Demokratie. Ist der im Schlafmodus gewesen? Nein, also das. Ich sehe ihn auch, also dass in der ersten Phase, oder, man hätte erst mal müssen irgendwie noch mal schauen, was macht das. Aber ich bin jetzt auch noch mal so im Kopf noch mal durchgegangen. Wir haben allein im Radio mehr als ein Dutzend Experten, keine unterschiedliche. Wir haben im Fernsehen über 25 unterschiedliche Expertinnen und Experten gehabt. Wir haben in der Berichterstattung über Frauenhäuser berichtet, also wo eben wegen häuslicher Gewalt, wir haben uns darum gekümmert, über Kind und Homeschooling und vielleicht, wo aus Migrationsfamilien kommen und deshalb dann wieder schwieriger werden haben, können mitzukommen. Also ich habe gefunden, und ich bin immer auch dafür, also, kritisch herzuschauen, aber so im gesamten Spektrum, und ich bin verantwortlich für Radio, Fernsehen und online, glaube ich, haben wir eine gute Mischung herbekommen. Dass man natürlich bei der Wissenschaft oder bei den Experten vielleicht jetzt auch noch in einer zweiten Phase genauer können unterscheiden zwischen Virologie und Epidemiologie geschenkt. Aber ich glaube, sowieso in dieser ersten Phase hat es einfach mal interessiert, wie sollen wir uns mit dem zurechtfinden. Was man aber gemacht hat, ist sich konzentriert auf die Epidemiologen oder Virologen, die ihre Meinung klar kundtun, die gesagt hat, es ist die und die Gefahr, es ist die Einschätzung. Es ging ja auch darum, vielfältig mehrere Meinungen stattfinden. Alex Bauer, wie habt ihr das eingeschätzt? Wir haben immer jemanden, Daniel Koch, wir haben Herr Salaté, wir haben sonst andere, wo man jetzt von 27 verschiedenen Experten geredet, aber so in der Sichtbarkeit der Leute, sie sind eigentlich immer jemanden. Sie haben ja viele Spezialisten und sie finden einen Experten für alles. Der, der das eine sagt und das Gegenteil sagt, es ist sehr kompliziert und komplett. Was macht der Journalist? Und dann haben sie am Anfang, gut, dann können sie, ich habe mich an den Beta Stadler gehalten, der am Anfang auch übrigens noch als Berater vom Bundesamt für Gesundheit. Und dann ist plötzlich der Beta Stadler, der gesagt hat, hey, cool bleiben, oder? Ist plötzlich von der Bildfläche verschwunden, ist nie mehr erschienen, oder? Und jetzt wird er wieder vorgeholt. Aber das Ganze hat so eine Eigendynamik. Für mich hat es gewisse Aspekte von einer Panik. Also wenn immer die gleichen Leute zu Wort kommen, oder was? Nein, wenn du jetzt sagst, oder wenn du warnst, dann bist du als Journalist immer auf der sicheren Seite. Weil wenn nachher nichts passiert, kannst du sagen, dank meiner Warnung, weil alle Masken tragen, wegen dem Lockdown, oder? Sonst wäre es ganz schlimm gekommen. Und wenn dann wirklich etwas passiert, dann stehst du so mit abgesagten Hosen da. Also hast du als Journalist grundsätzlich, wenn du auf der sicheren Seite stehen willst, tust du immer warnen. Und du findest immer einen, der warnen will. Und das zweite Problem ist, also dort habe ich übrigens
doch auch eine Kritik am Tagesanzeiger, der dann die Zahlen präsentiert hat, als ob das immer alles so klar sei. Und alle haben sogar die Zahlen gehalten von der Johns Hopkins Universität. Mhm. Auch wenn sie sehen, wie die Zahlen erhoben werden, die sind so, das ist so etwas von unzuverlässig. Und jedes Land hat eine andere Erhebung. Und dann hat es die Diskussion, mit oder an Covid gestorben? Oder wie wird die Erhebung? Belgien ist das Land mit der höchsten Todesrate pro Einwohner. Warum? Ich weiß es auch nicht genau, aber wie anders gezählt worden ist. Aber Sie haben vorher schon etwas gesagt. Ich meine, wir hätten auf Italien gehen und schauen, wo es früher virulent worden ist, und schauen, was ist eigentlich in Italien wirklich los. Und aber das ist doch passiert. Ich meine, die Bilder aus Bergamo, das genau. Hat doch mehr gebracht als jedes Plakat vom BAG. Das hat mehr gebracht als jedes Auftritt vom Herrn Salatin. Und ist das repräsentativ gewesen, wenn wir sagen, ist das ein Ausschnitt aus der Realität oder ist das die Realität? Ja, es ist natürlich ein Ausschnitt aus der Realität, aber es ist eine Realität, die sehr nahe bei der Schweiz ist. Aus Tessin hat die Deutschschweiz viel gebracht. Ich würde meinen, in einem gewissen Sinn hat Tessin ein bisschen Deutschschweiz gerettet. Absolut. Jeden Tag, wo man Grenzen früher zugemacht hat, wo man halt auch den Lockdown gemacht hat, hat uns Menschenleben gerettet. Wir können jetzt heute relativ locker Postfest tun. Ich glaube, es ist noch nicht ganz vorbei, aber im Moment ist es unter Kontrolle. Können wir relativ locker reden. Und ich verstand jetzt auch nicht die Expertenkritik, ehrlich gesagt. Ich meine, wenn ich die Sendezeit vom SRF schaue, wie viele Minuten haben die Experten gesagt, wie viele Minuten ist über all das berichtet worden, recherchiert oder Frau Wappel gesagt hat, bei unseren Zeitungen, auf wie vielen Seiten ist der Herr Evernazzi und der Salati auftreten, was hat man sonst noch alles gemacht? Es ist sehr umfassend berichtet worden. Ich glaube, das ist nicht das Problem. Wenn ich einen kritischen Punkt für einbringe, selbstkritischen, für uns Medien alle, das würde vielleicht meine Noten noch ein bisschen abziehen. Das ist China. Oder? In China war es dann zahlreicher. Und mehr westliche Medien haben alle ein bisschen bewundert, wie das die Chinesen gemacht haben, auf die autoritäre Art, wie in Wuhan in den angeblich wenigen Tagen ganze Spitäler aus dem Boden gestampft worden sind. Und das hat natürlich auch Politiker in Europa und in Amerika beeinflusst, wie sie meinen, das ist die Medizin aus China, die hilft. Oder? Wie haben sie die vor allem verursacht? Also das würde ich sagen, dort, ich würde nicht von einem Medienversager reden, aber die Bilder von Strassen, die desinfiziert werden, was überhaupt nichts bringt, Leute in Schutzanzüge und so weiter, die Bilder aus Wuhan, das hat irgendwie, glaube ich, vieles in die falsche Richtung gelenkt. Ja. Sind das die Auftritte von Experten, von Einzelnen, vielleicht auch mehreren, aber von Einzelnen, die in eine gewisse Richtung gehen, Aussagen machen, die konsensfähig sind? Das andere, was passiert ist, mir ist das so, als Journalist passiert, ich habe plötzlich über WhatsApp Links bekommen, was geheißen hat, also schaut doch mal, oder wenn es im Bekanntenkreis ist, schaut doch mal, da kommt jetzt ganz eine wichtige Gegenmeinung. Die kommen in den traditionellen Medien nicht vor. Marc Isenegger, ich glaube, eine Erkenntnis bei euch ist schon, das ist unglaublich, die Messenger-Dienste wie WhatsApp oder so, die sind unglaublich gelaufen in dieser Zeit. Die ziehen eindeutig an, von der Bedeutung her. Das ist ein Phänomen, das man gerade heute, übrigens ist ein neuer Bericht von Reuters, der Digital News Report, veröffentlicht worden. Das ist ein internationaler Trend, dass die Messenger-Dienste an Bedeutung gewinnen. Es gibt einzelne Länder international, wo die Leute bereits schon heute am meisten News über Messenger, WhatsApp und so weiter beziehen. Und das ist natürlich insofern ein Problem, weil wir keinen Einblick mehr haben in die Diskurs. Das ist quasi ein Diskurs, der unter Ausschluss von der Öffentlichkeit stattfindet. Und was man sieht, ist, dass nicht wenig von Desinformation, von Verschwörungstheorien über diese Kanäle auch verbreitet werden. Ich habe das auch persönlich festgestellt. Man hat einen Teil gestaunt, oder ich habe persönlich gestaunt, dass mir da zugespielt wird. Also die kruden Sachen von Bill Gates, jetzt wird da flächendeckend geimpft, um irgendwelche Mikrochips zu implantieren, sodass man die Bürgerinnen und Bürger kann, über 5G-Technologie überwachen. Das sind nicht Sachen, die man schon gar nicht über die Informationsjournalismus, zum Glück nicht. Dort wird es auch kritisch reflektiert. Mehr in den sozialen Medien, aber vor allem in den Messenger-Diensten verbreiten. Und ich bin sehr froh, dass wir einen Informationsjournalismus hat, der da sehr kritische Funktion wahrnimmt. Aber gewisse Stimmen werden halt dann gleich nicht in der, sagen wir eben, in der traditionellen Medien gezeigt. Tut das tatsächlich auch noch Leute bestärken drin, dass sie die Verschwörungen, die Verschwörungstheorien glauben, dass die traditionellen Medien alle gleichgeschaltet sind und gewisse Stimmen gar nicht stattfinden. Also ich möchte genau da sagen, ja. Also es gibt das, was jetzt beschrieben ist, also mit den Verschwörungstheorien, möchte ich eigentlich lieber nennen wie Wahrlügen.
Es ist ein komisches Wort, aber Hannah Arendt hat das gebracht. Und ich finde, die erklären das gut, dass er, der Begriff erklärt das gut, dass es eigentlich eben eine Logik oder eine Fehlinformation ist, aber es hat gewisse Kerne drin, die total zutreffen. Also wo wahr sind. Also gerade beim Bill Gates, natürlich hat er keine Chips und natürlich ist das völliger Wahnsinn, was jetzt abläuft. Andererseits hat die Anstalt auf ZDF, also die politische Satire-Show, die ich wahnsinnig verehre, weil denen das klingt, ganz kritisch der Bill Gates auseinandergenommen. Also, man muss gleichzeitig, aber das ist Wahrlügen. Selbstverständlich ist es ein völliger Wahnsinn, was jetzt mit der Weltverschwörung von Bill Gates abgeht. Andererseits darf das uns nicht daran hindern, tatsächlich hinter Bill Gates und seine privaten Stiftungen und die Verbindung mit dem Gewinn und der Pharmaindustrie aufzuzeigen. Und das ist ja das Problem. Darum haben dann die Leute das Gefühl, das ist klar, die sind auch im Bett mit dem Bill Gates. Oder? Ich finde aber, wir müssten einen Mittelweg wieder finden, für eine Öffentlichkeit herzustellen miteinander, dass wir sowohl die Lügen, den Lügenanteil wieder uns verständigen darüber, aber auch den Wahrheitsanteil. Ja, und vor allem, ich meine, was dort noch dazu kommt, dass dann, also ich muss vielleicht sagen, zu diesen Verschwörungstheorien oft wäre ich ja, fände ich sogar noch tröstlich, wenn wirklich ein Plan dahinter steckt würde. Aber ich glaube, vieles ist einfach ziemlich chaotisch. Und zum Teil auch aus der Psychologie, wie gesagt, von mir aus von einer Massenpanik zu erklären. Aber was ich verheerend gefunden habe, wenn man dann einfach jeder, der eine kritische Stimme bringt und sagt, hallo, Moment, stimmt das? Ah, Aluhut, oder du bist ein Verschwörungstheoretiker und das ist so ein Totschlagargument, oder du bist ein Covid-Leugner, oder ganz schlimm, oder du bist schier beim Holocaust-Leugner. Dort ist man einfach dann sehr schnell bei dem, wenn man sagt, ja, nein, das ist alles wissenschaftlich geklärt. Nein, wissenschaftlich ist vieles nicht geklärt. Vieles wissen wir einfach nicht. Und dort kommt eben der andere Punkt, wo man sagt, ja gut, wir sind auf der sicheren Seite, aber wir haben auf der anderen Seite haben wir einen wirtschaftlichen Preis. Und der ist vielleicht jetzt bei uns in der Schweiz, ist der nicht so, wir können uns das viel leisten, aber ich habe jetzt den Anfang von dieser ganzen Krise in Südamerika erlebt. Und dort geht es wirklich um wirtschaftliche Fragen. Also Armut ist eine viel grössere Gefahr als eine Lebensgefahr oder als so ein Virus. Und dort hat man dann ganz andere Fragen. Also dort stehst du vor ganz blöden Alternativen, oder? Ich werde noch zum Umgang von kritischen oder vielleicht sogar extremen Meinungen kommen. Die BBC hat entschieden, vor etwa anderthalb Jahren, dass sie gesagt haben, wenn im Thema Klimawandel jemand kommt und sagt, ich lügne den Klimawandel oder ich sage, er ist nicht menschengemacht, dann wollen wir ihn nicht mehr in der Sendung. Also dann kann er wie nicht mehr etwas sagen dazu oder er wird im Verhältnis, gibt es einen kleinen Ausschnitt aus einem Interview, aber die anderen Wissenschaftler reden. Analogie jetzt zu Corona. Ist jemand, der jetzt die Gefahr von dieser Pandemie abspielt, ist das schon so der Corona-Lügner, der jetzt zum Beispiel SRF sagt, den wollen wir nicht in die Sendung. Also ich glaube, man muss eben unterscheiden zwischen kritischen Stimmen und Verschwörungstheorien. Oder? Und wir haben ja bei uns in der Berichterstattung auch immer von Kritikerinnen und Kritikern geredet oder haben es dann auch in einen Zusammenhang gestellt. Also was treibt die eigentlich an? Also sind es irgendwie Impfgegner oder sind es Staatsverdrossene oder versucht eben auch die Motivation für das mit zu erklären? Und haben wirklich nur von Verschwörungstheorie geredet, wenn tatsächlich eben so etwas wie mit dem Bill Gates dann, in Umlauf gekommen ist, wo einfach dann eben in der Konzentration eben gleiche Verschwörungstheorie ist. Oder? Also, und dann haben wir das auch so benannt. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass man das so benennt. Was wir gemacht haben, aber auch dann in verschiedenen in CVC-Reihen und auch sonst, wir haben uns sehr stark mit dem Phänomen Verschwörungstheorie befasst und haben die wichtigsten, oder was heisst die am meisten in den sozialen Medien geteilt worden sind, wir sind dann eben auch nochmal dem nachgegangen. Wir haben gesagt, wie setzt sich das denn zusammen und wie kommt man überhaupt zu so einer Aussage? Ich glaube, Hardcore-Verschwörungstheoretiker, die wird man nicht mehr vom Gegenteil überzeugen. Was wichtig ist,
Und weil Sie das vorher gesagt haben, Öffentlichkeit herstellen. Die verunsichert sind durch so WhatsApp-Gruppen oder durch solche Mitteilungen, die müssen wir erreichen können. Und wir müssen aus diesen vielen Teilöffentlichkeiten müssen wir wieder versuchen, in einen öffentlichen Diskurs hineinzukommen, um genau diese Funktion wahrzunehmen. Also das heißt nicht zutun, nicht abschotten und sagen, sie finden im Staat. Also auftun und es tatsächlich erklären und auch mit all denen, mit dem, was dort ist, umzugehen, auch mit der Wucht, die ja dort ist. Oder? Wenn man einfach würde sagen, wir tun total zu, das hilft niemandem. Aber, ja, aber es gibt Urteilskraft. Sorry, also das vor BBC finde ich jetzt nicht gleich zu vergleichen mit dem Coronavirus, wo man wirklich immer noch nicht so viel weiß. Also wer der Klimawandel lügt, sagt, die Welt ist eine Scheibe. Also die Medien haben aus Skandalisierungsgründen diesen paar Fritzen, die tatsächlich immer noch behaupten, es gibt keine Klimaerwärmung, hat man viel zu viel Podium gegeben, viel zu viel Medienaufmerksamkeit. Das würde ich wirklich nicht vergleichen. Und Corona-Lügen, ich hatte das auch auf Twitter gebracht. Das war ein Begriff, Covidioten, Corona-Lügen. Aber ich finde es lustig, also, wie kann man ein Virus lügen? Ein extremes Minderheitenphänomen. Und ich würde sagen, die Abdeckung von diesen paar Anlässen war fast übermässig gross. Genau, und man hat diesen Leuten zugelassen und die Tochter von Herrn Dürrenmatt und. Alle dürfen etwas sagen. Ich finde aber auch, man muss an jedem Humbug eine Plattform geben, ehrlich gesagt. Ich finde, die Diskussion, die Sie angesprochen haben, von BBC, finde ich vor allem im politischen Kontext heikel. Oder? In Deutschland ist die Frage, dürfen wir noch AfD-Politiker in eine Sendung einladen? Ich finde unbedingt, die sind gewählt. Das sind Leute, die in einer Demokratie nicht außerhalb der Verfassung sind. Sonst wären sie gar nicht im Parlament. Das finde ich problematisch. Aber so Splittergruppen, dann schicken die halt SMS. Okay, ich glaube, die Schweiz ist in einer privilegierten Situation, wo die Bevölkerung aufgeklärt ist. Das ist für uns Medien extrem wertvoll. Wir haben relativ wenig Demonstrationen gehabt, wo eben, ich sage jetzt mal, Leute, die sehr, sehr fragwürdig sind, auftreten sind. Das Verständnis war gross. Sie haben vorhin mit Deutschland verglichen. Das Obrigkeitsdenken ist viel ausgeprägter. Die Schweizer sind irgendwann, haben sie den Lockdown satt gehabt. Und die Journalisten auch. Und dann ist etwas gegangen, dann hat sich die Politik bewegt. Das finde ich gut für eine aufgeklärte Gesellschaft, für eine liberale Gesellschaft. Und ich glaube, es mag ein paar Verschwörungstheoretiker, die machen unser Land nicht kaputt. Wie ist es eigentlich mit dem Vertrauen? Sie jetzt in diesen drei Monaten die traditionellen Medien, Radio, Fernsehen, Online-Zeitungen, so die klassischen, die man vorher gesagt hat, vor Corona, wo man gesagt hat, langsam wird es schwierig, es gibt die News-Deprivierten, die keine News mehr konsumieren, sind die als Gewinner jetzt aus dieser Krise herausgekommen? Und die andere Frage, ist Social Media ist der Verlierer? Ja, das kann man so sagen. Also zumindest in der Krise war das so, dass die Bürgerinnen und Bürger professionelle Informationsmedien deutlich mehr genutzt haben. Also an erster Instanz die grösste Relevanz, die man zugeschrieben hat, das hat eine Studie bei uns im Haus gezeigt, ein Kollege von mir, Thomas Frimmel, der die durchgeführt hat, dass der öffentliche Rundfunk weit vorne ist. Dem hat man die grösste Relevanz zugeschrieben, auch das grösste Vertrauen zubilligt, aber auch Online-Zeitungen, also Abonnementszeitungen, ein grosses Vertrauen, was ich sehr spannend finde, auch eben, dass die News-Deprivierten, die normalerweise wenig News konsumieren, wenn überhaupt, dann über Facebook oder das, was gerade so zugespielt wird, über die sozialen Medien, dass die auch wieder professionelle Informationsmedien konsumiert haben. Also die haben sich teilweise auch wieder versammelt vor dem Fernsehen, haben die Berichterstattung zu Corona verfolgt. Leider, und da gibt es auch bereits Studien, die zeigen, dass der Corona-Bump nicht ein langfristiger, ein nachhaltiger ist. Also die News-Deprivierten sind heute wieder depriviert. Also die haben sich eine kurze Zeit stärker diesen Medien zugewendet, weil halt das Informationsbedürfnis auch sehr viel grösser war. Aber wir sehen nicht jetzt, wie soll ich sagen, einen nachhaltigen Trend, dass man die Leute quasi zurückgewinnen für den Informationsjournalismus. Was neu passiert ist, es hat in den USA Twitter angefangen, einzelne Tweets von Trump als Fake News zu bezeichnen. Also das ist eine ganz neue Intervention. Und wir wechseln jetzt in die USA und darum auch die Frage in die Runde. Wie ist das angekommen? Weil bis jetzt hat es geheißen, wir sind ein Technologieunternehmen, also sowohl Facebook, Instagram und so weiter. Wir haben nichts mit Medien zu tun, aber das ist ja schon fast ein Entscheid von einem Medium. Ja, wenn Sie haben einen Link da, wo man weiterführende Informationen haben kann. Ich glaube, per se ist das nicht schlecht. Die Frage ist nur,
können sie es überhaupt machen? Bei wem können sie das alles machen? Beim US-Präsidenten können sie es machen. Aber es gibt ja Millionen von Konten, die Fake News verbreiten. Und das ist gar nicht handelbar. Darum ist es fragwürdig, bei welchen macht man es denn? Tut man all die russischen Bots auch jetzt irgendwie sperren? Es ist eine Masse, die man gar nicht handeln kann. Darum ist natürlich am Schluss die Mühle auf den Herrn Trump, der sagt, seht ihr, das ganze Silicon Valley, die sozialen Medien machen eine Kampagne gegen mich und. Er macht jetzt ein neues Gesetz. Also, ich glaube, das ist ein Eigengoal am Schluss von Twitter. Obwohl das Motiv dahinter ist eigentlich gut. Also ich finde, Warnhinweise gehen. Also es ist wie bei den Zigaretten Aber wir haben ein grundsätzliches Problem mit den sozialen Medien, nämlich eine grosse Distanz zwischen Fiktion und Wirklichkeit, wo wir daran alle auch arbeiten. Also ihr müsst euch nur etwas auf der Zunge zergehen. Tesla ist irgendwie 26 Mal höher bewertet mit 360'000 Autos, nur, die Tesla jetzt verkauft hat. Ist extrem viel höher bewertet als VW, wo, wie viel war es jetzt? 11 Millionen Autos verkauft hat. Also, das ist doch ein Wahnsinn. Also, die Börse hat irgendwie überhaupt nichts mehr zu tun quasi mit der realen Welt. Und das, an das haben wir uns gewöhnt. Also die Distanz zwischen Fiktion und Wirklichkeit. Und das passiert auch in den sozialen Medien. Ja, also, dass es dort keinen Abgleich gibt. Darum habe ich das erwähnt. Und dann könnt ihr gerade, Herr Bauer, ich möchte nur den Gedanken noch weiterführen, dass wir wieder einen Weg müssen finden müssen, dass wir auch mit den sozialen Medien, eben nicht wo einfach nur eine Person oder einem Privatunternehmen gehören, dass wir da eine Öffentlichkeit, einen Austausch haben, der mit gleichen Ellen gemessen wird. Oder? Weil Twitter einen Skandalisierungstweet absetzen und dann. Also die Algorithmen, die Codes sind so programmiert, dass je Verschwörungstheoretiker oder je wahnsinniger das ihr seid oder je kontroverser oder je uniker das ihr seid, umso mehr tut sich das verbreiten. Das sind alles Fiktionen. Das ist eine Chance für uns Medien. Das ist ja all das, was Sie gesagt haben, eine Chance für die journalistischen Medien. Und für eine Einordnung. Und für eine Einordnung. Jetzt bleiben wir in den USA. Das ist ein Beispiel. Kein objektiver Wert von Tesla. Wenn die Aktie so, jemand so viel bereit ist, das zu zahlen, dann ist die das wert. Und genau so ist es auch mit wenn ich sehe, einen Fake-Faktencheck, dann gehen bei mir gerade alle Alarmlampen los. Weil dann ist es meistens völlig subjektiv. Da will jemand eine Objektivität vortäuschen, wo du kannst sagen, ja gut, okay. Am Schluss, du kannst nicht objektiv bewerten, ob das jetzt Fake News ist oder ob das jetzt wahr ist. Ein paar Sachen kann man schon. Aber ich würde sagen, ein paar Sachen kann man schon. Klar, logisch. Ja. Deutschland hat Belgien besetzt und nicht umgekehrt. Genau. My dear. Okay. Aber, Covid-19 ist ein Virus und nicht irgendwie ein Storytelling. Genau. Ja. Gehen wir zurück, ich muss ganz schnell, weil wir sind bei Trump und bei dem Fake News-Vorwurf, sagen wir mal, oder Deklaration von Twitter. Und wenn wir jetzt schon in den USA sind, wollen wir jetzt unseren USA-Korrespondenten Peter Tückeli ins Spiel bringen, der ja keine einfache Aufgabe hat. Er ist sozusagen jeden Tag in eurer Stube, sei es in den News-Sendungen, zusammen mit seinem Kollegen Thomas Vogrünig. Also er deckt ein ganzes Land als einzelner Journalist, ein ganzes Land ab. Peter Tückeli, ja, eben fast jeden Tag vor der Kamera mit Einschätzungen, was für Reaktionen bekommst du? Die Reaktionen sind sehr, sehr unterschiedlich. Es sind nicht riesig viele Reaktionen, wenn man manchmal denken könnte, weil das Thema ja wirklich auch heiß diskutiert wird. Es sind Reaktionen, die ich wahrnehme auf dem ganzen politischen Spektrum. Also es gibt Leute, die sagen, sag mal endlich, dass der Trump nicht mehr tragbar ist. Du hast keinen Mut, zum sagen, dass der Trump Demokratie zerstört. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich Leute, die sagen, du kritisierst den Trump nicht viel zu stark. Du magst den Trump einfach überhaupt nicht. Und das ist eine Zumutung. Was mich ein bisschen beschäftigt, ist, dass Kritik oft, und das ist auf beiden Seiten, sehr pauschalisierend daherkommt. Es ist immer ein Label, es ist immer eine Etikette. Du bist links oder du bist rechts oder du bist in der Mitte. Aber wirklich auseinandersetzen oder wirklich einen Vorwurf, ganz konkret, da hast du das gesagt oder da bist du möglicherweise falsch gelegen, das kommt relativ wenig. Und auf das wäre ja eigentlich vorbereitet, weil man geht natürlich schon sehr sorgfältig damit um, was man am Fernsehen
sagt und wie das Ganze auch abgesichert ist und dass es auch mit Fakten natürlich hinterlegt ist. Fakt ist, Donald Trump ist eine ganz spezielle Figur, vielleicht einmalig auch in der amerikanischen Geschichte. Er kommuniziert mit seinen Leuten, mit der Bevölkerung via Twitter, nennt die traditionellen Medien oder die meisten traditionellen Medien Fake News. Wie gehst du mit diesem Phänomen um? Ja, ich kann kurz ein bisschen ausführen, was das heisst. Oder wenn man in einer Halle ist von 30'000 Trump-Anhängern an einer Trump-Rally, wo vor der Trump-Auftreten 3-4 Trump-Familienmitglieder und Freunde auftreten und jeder ist noch schätzungsweise 15 bis 50 Sekunden bei den Medien, zeigt auf Medien, alle drehen sich um, alle buhen die Medien aus, dann kommt der Chef persönlich, tretet auch auf, sagt auch Fake News überall und alle drehen sich wieder um. Wir sehen oft natürlich auch die Bewegung gegenüber von den Medien. Das sehe ich jetzt nicht als Hilferuf oder nicht, weil wir einen Psychiater brauchen. Aber das zeigt natürlich, wie schwierig Berichterstattung auch ist, wenn ich mich nachher mit Trump-Anhängern auseinandersetze, wenn ich auch ein Interview mache. Weil das, was man oft aus dem Weissen Haus, vom Twitter-Account, von Trump hört, das ist natürlich etwas, was wir dann eins zu eins auch aufnehmen in unseren Interviews. Und wenn ich das auf den Sender tun muss, muss ich natürlich auch immer das eine oder das andere korrigieren. Oder ich kann es nicht nehmen, weil es ganz einfach falsch ist. Oder ich muss vorne oder hinten das anders kommentieren oder anders beschreiben. Und das ist wirklich eine grosse Herausforderung, um hier in einem öffentlich-rechtlichen Medium wie bei der SRG wirklich auch eine gewisse Ausgewogenheit herzubringen. Weil bei Fakten gibt es eigentlich keine Ausgewogenheit, sondern da gibt es einfach richtig oder falsch, meiner Meinung nach. Es gibt ja Leute, die sagen, die Aufmerksamkeit, die schüren die Aufmerksamkeit, die noch Donald Trump bekommt, die schüren die Medien selber. Sie würden ihn gescheiter ignorieren. Dann hat man das Problem schnell gelöst. Also ich habe mich mit dieser Frage sehr, sehr stark auseinandergesetzt und auch selbstkritisch, also nicht nur ich, sondern wir uns auch bei SRF. Und es war natürlich schon so, gewesen, am Anfang, wo der Donald Trump im Weissen Haus war, 20. Januar 2017, die ersten 2-3 Monate, hat man, und ich glaube, es muss wirklich ehrlich sagen, von allen Medien nicht wirklich gewusst, wie soll man mit dem Phänomen Trump umgehen. Weil es ist von seiner Persönlichkeit her, von seinen Aktionen her, von seinem Stil her so viel auf einem zugekommen, eine richtige Lawine, viel auch wirklich Außergewöhnliches, viel auch Sachen, die nicht ganz gestimmt haben, viele Sachen auch unter der Gürtellinie, dass man einfach im Zweifel einmal viel gemacht hat. Und man hat viel gemacht und ich glaube, man hat zu einem gewissen Zeitpunkt wirklich auch, und ich rede von den ersten paar Monaten, zu viel gemacht. Und man hat auch viel gemacht, weil man zum Teil natürlich gewusst hat, es ist ein Thema, das zieht. Aber man hat eben auch viel gemacht, weil man nicht richtig einschätzen konnte, was sind wirklich die Folgen von dieser Politik. Und ich denke jetzt für meine Arbeit, auch von SRF, beim Fernsehen, sind wir sehr, sehr viel zurückhaltender geworden, seit, sage ich mal, Sommer 2017, 2018 und auch bis jetzt, dass man wirklich bestimmte Themen rausnimmt und sagt, wir machen hier einen Hintergrund dazu und wir gehen nicht mehr jedem Tweet noch, nicht mehr jeder Aussage noch, sondern machen einfach noch mehr Hintergrund zu dem Thema. Ich habe ganz am Anfang gesagt, dass die Verantwortung für dich gross ist. Du repräsentierst praktisch die USA jetzt für viele, viele Zuschauerinnen und Zuschauer. Wie gehst du vor in einer Vorbereitung für eine Schaltung, für einen Duplex, wie wir dem sagen? Wie kannst du dir dort zum Beispiel die Fakten, die du vermittelst, mit deiner persönlichen Einschätzung trennst du die? Wie machst du das? Also ich glaube, was die Aufgabe ist von einem Korrespondenten, sind Einschätzungen geben, oder? Und Einordnungen. Und ich probiere es auch in der Kürze von diesen Schaltungen meistens aufzuzeigen, was sind Fakten und wie komme ich zu einer bestimmten Einordnung. Das heisst, der Zuschauer daheim, egal wo der auf dem politischen Spektrum steht, kann sagen, okay, das hat er in die Waagschale geworfen, das hat er in die Waagschale geworfen und am Schluss kommt er zu dieser Schlussfolgerung. Ich komme möglicherweise zu einer anderen Schlussfolgerung, aber er kommt zu dieser Schlussfolgerung und die basiert auf Fakten. Das ist für mich eine Vorgehensweise, die ich habe. Und dann gibt es die Frage der Haltung. Und in den letzten 2-3 Wochen, wo die Rassismusdiskussionen, die Proteste losgegangen sind, habe ich 1-2 Mal gesagt, es gibt Rassismus in den USA. Ich
sehe den Rassismus täglich, weil ich Kinder habe an der öffentlichen Schule, weil ich vergleichen mit afroamerikanischen Familien, weil ich ganz, ganz, ganz viel studiert habe, wo es auch institutionellen Rassismus gibt. Und aus dem heraus ist es meine Haltung und auch die Haltung von unserem Haus zweifellos, dass es keinen Rassismus geben darf. Und ich mich auch in dem Sinne so kann äußern und sagen, Rassismus, wie er jetzt existiert in den USA, wie ich ihn wahrnehme, wie er beweisbar ist, darf es nicht geben und das muss sich ändern. Merci vielmals nach Washington, Peter Dückeli. Nathalie Wippler, wie kann man das garantieren? Man hat jetzt ein, zwei Personen in den USA. Wie kann man garantieren, dass die Medienvielfalt gewährleistet ist? Es gibt übrigens Konzessionen, wo der SRG klar den Auftrag gibt, dass die Medienvielfalt auch da ist, dass verschiedene Meinungen auch einfließen, wenn man eine Person in einem Land hat, in so einem grossen, riesigen Land. Ja, also wir haben ja ein grosses Korrespondentennetz und wir haben auch Radiokollegen, die auch in Amerika sind. Und wir müssen ja als SRF diese Vielstimmigkeit können herstellen. Und ich bin völlig einig mit dem Peter Dückeli. Wir haben ihn ausgewählt, weil er grosse Fachkenntnis hat. Seine Aufgabe ist es, zu analysieren, auch zu berichten, was er sieht, auch über seine Erfahrungen ausberichten. Und ich finde, er macht das auch auf eine hervorragende Art und Weise, wie er das auch immer abwägt. Man kann seine Schlussfolgerungen folgen. Vielleicht bin ich nicht immer, oder finde ich irgendwie, ja, vielleicht hätte man es auch anders sehen können. Aber die Transparenz, die er an den Tag legt und auch in wirklich sehr kurzen Beiträgen, und das ist wahnsinnig schwer, das wissen Sie auch. Und ich finde, das macht er einfach hervorragend. Und ich finde, dass wir auch ja immer wieder in der Berichterstattung sonst zeigen, auch wo andere Meinungen, also auch noch, was es noch an anderen Meinungen auch in Amerika gibt. Und das kommt bei uns genauso vor. Und ich glaube, die Vielstimmigkeit, also ist auch bei uns in der Berichterstattung, kann man die nachlesen, nachschauen, nachhören auch. Und darauf bin ich auch stolz. Das Trennen zwischen Fakten und Meinungen, das ist auch das, was dann häufig als Reaktion kommt. Es ist nicht Trend, das eine sind Fakten, das andere ist dann eine persönliche Färbung von einem Journalist, von einer Journalistin. Wie geht ihr damit um? Ja, das ist eigentlich das angelsächsische Prinzip im Journalismus, das ich sehr gut finde, die Trennung. Ist auch ein bisschen zum Teil aus der Mode gekommen im deutschen Sprachraum, wo man von Meinungsjournalismus, Haltungsjournalismus spricht. Es ist natürlich auch günstiger, Meinungen zu verbreiten, als zu recherchieren, als Fakten zu sammeln, als Fakten zu checken. Manchmal kann man es eben gleich. Also es ist nicht so, dass einfach alles nur immer nicht objektiv wäre. Nein, also ich finde die Trennung sehr wichtig. Was die Leute aufregt, ist, wenn im nicht als Meinung deklarierten Teil immer irgendwie durchdruckt, was der Journalist denkt. Und der Trump ist in dem Sinne ein gutes Beispiel. Wir haben es mal bei uns diskutiert, ist in einem Text, der nicht ein Kommentar ist, der Trump, kann man ihn als Lügner bezeichnen. Er lügt objektiv. Ich würde es trotzdem nicht machen. Ich glaube, die Diskussion haben viele Leute, viele Medien gehabt. Ich würde es nicht machen, sondern man muss aufzeigen, was hat er gesagt, und dann kann man die Fakten bringen, und der Leser ist dann mündig genug, selber zu sagen, ist es eine Lüge, weil Lüge setzt nur voraus, dass er es eigentlich extra macht und weiß, dass er falsche Sachen erzählt. Es ist gar nicht nötig, dass man das immer so wertet. Ich glaube, die Schweizer sind mündige Bürger und Leserinnen, und denen kann man einfach die Fakten zutrauen, und sie können sich dann selber die Schlussfolgerung daraus ziehen. Also die Vermischung, die fast manchmal unbewusst passiert, ich glaube, das regt die Leute auf, und sie haben ja eben zu Beginn von ihrem SRF-Direktorium gesagt, eigentlich Meinungsjournalismus sollte man ein bisschen zurückgehen, sollte man zurückhaltend sein. Und das gilt eigentlich für alle Medien. Und ich glaube, wir gehen nicht nur als Medien, wenn wir wieder das angelsächsische Prinzip ein bisschen verstärkt machen. Also ich finde, das ist es muss eigentlich für alle Medien sein. Für eine WOTS und eine Welt durch, ist das okay. Es geht nicht um Fakten und Meinungen, sondern es geht um die Relevanz der Themen. Und da seid ihr im genau gleichen Spital krank wie alle anderen, die nicht so als gute Journalisten anschauen. Es geht um Klicks und Cash. Es geht darum, dass Trump ist, also darum habe ich ja Trumpism geschrieben, dass Trump zieht so wahnsinnig, dass man ständig nur über Trump redet. Das ist in der Schweiz nicht relevant. In Amerika haben sie recht, das ist eine symbiotische Beziehung. Ist überhaupt nicht relevant. Nein, es ist, oh, Trump ist eigentlich auch für die Schweiz nicht so wahnsinnig relevant. Ja. Es wäre viel relevanter, wenn wir Informationen vor Ort haben, die Recherchepolitik in den Regionen, welche Abgeordnete, welche Nationalrätin und welcher Nationalrat ist bei welchen Lobbys, und dass man dort eine Handlungsinformation
Information. Information ist eigentlich da, dass die Leute als mündige Bürger und Bürgerinnen selber handeln können. Und sehr oft war mit dem Trumpism-Phänomen so, dass Zeitungen einfach mit dem Trump, Bolsonaro und all den Populisten, die von mir aus gesehen wirklich furchtbar sind und überhaupt mir für Information nichts bringen, außer dass ich es sehr spannend finde zwischen Fiktion und Wirklichkeit. Aber es wird so viel über die berichtet, auch in der Schweiz. Und es geht um die Relevanz der Themen. Und Trump ist immer Kriegs- und Krieg. Ganz kurz zu dem, ist klar. Faktum, die, ja. Es kommt aufs Medium darauf an, von einer Nachrichtensendung, wo ich auch keine Meinung habe. Eine Weltwoche oder eine Wochenzeitung, je nachdem, die macht dann vielleicht eine Einordnung und so. Aber das ist nicht die Meinung vom Journalisten, ist völlig uninteressant, sondern wie seine Argumente, wie seine Begründung ist interessant. Und dort kann ich entweder einen Mehrwert rausholen und etwas Neues rausholen oder nicht. Und ich meine, warum schicken wir einen Korrespondent, und ich habe selber jahrelang auch in Südamerika als Korrespondent gearbeitet, warum schicken wir den dort hin? Weil der muss das können, eine Welt, die wir nicht kennen, muss der können einschätzen, und das geht letztlich nur kommentierend, oder? Was mich so beelendet mit den USA, ich meine, ja, es ist ob Trump hin und her, und ich meine, es ist jetzt einfach amerikanischer Wahlkampf, und da wird mit harten Bandagen gekämpft auf beiden Seiten. Das war immer so gewesen. Das ist nicht einmal etwas Gutes. Der Trump spielt jetzt noch irgendwie, treibt es noch ein bisschen auf die Spitze, und seine Gegner auch. Aber die Einfältigkeit von dieser Berichterstattung, wo ich, da muss ich sagen, da ist SRF ein bisschen auf der gleichen Linie. Es geht immer in die gleiche Richtung. Und warum denn? Also warum ist die Einsicht? Warum jetzt? Ich meine, jetzt kann man sagen, ja, vielleicht ist er ja einfach ein Vollidiot, und all die, die ihn gewählt haben, sind Vollidioten. Aber ich glaube das nicht. Und ich werde mal einen Bericht sehen, einen einzigen vom Herrn Dückeli, den er erklärt, oder sonst jemand. Da hat er eigentlich noch etwas Gutes gemacht. Warum gibt es eigentlich nicht nur einfach, wie alles Loser sind, die den gewählt haben, sondern warum ich kann Ihnen ein Beispiel sagen. Ich habe zum Beispiel in Peru, wo ich noch einen zweiten Wohnsitz habe, ist der Trump sehr beliebt. Warum? Weil er die Sendung hatte, The Apprentice, wo irgendwie in Südamerika die ist simultan gesessen, und der ist einfach total, das ist total gut angekommen, und der hat ein super gutes Image steht. Alex Bauer, ich muss schnell unterbrechen, weil der Peter Dückeli, der ist dabei, der läuft uns weiter zu. Ja, klar, darum sage ich es auch. Der ist auf Nadel und will jetzt nämlich noch etwas sagen dazu. Peter, sag. Mit vollem Respekt, Herr Bauer, was Sie sagen, das ist sehr interessant. Man kann den Eindruck kriegen, wenn man auch deutschsprachige Medien anschaut, dass es tendenziell immer in eine Richtung kommt und ähnlich daherkommt. Aber ich muss bei meiner Berichterstattung, auch bei meinem Kollegen, auch bei SRF, wirklich massiv Ihnen widersprechen. Ich habe x Beiträge gemacht, ich weiß nicht, wie oft Sie 10% schauen und rumschauen oder was auch immer, wo genau diese Stimmen aufkommen, wo wir sind so Trump-Leute, die genau sagen, die Wirtschaft floriert, er hilft uns massiv, er ist wichtig für uns, wo wir bei Kohlearbeitern sind, die sagen, wir können nicht überleben, wenn der Obama uns alle Kohlewerke einfach abstellt. Also da hat es x und x Beispiele. Ich mache Ihnen eine kleine Liste, schlage ich Ihnen vor, und dann können Sie mir doch eine Rückmeldung geben, ob Sie das jetzt Ihre Meinung ein bisschen ändern aufgrund von dem oder nicht. Wunderbar. Die sind im Kontakt nach dieser Sendung. Das ist mal schon schön, wenn man Journalisten mit unterschiedlichen Meinungen mal zusammenbringt. Jetzt wechseln wir die Perspektive und wir gehen zum Publikum. Und das ist ja nicht unwichtig. Das Publikum entscheidet nämlich, was für einen Eindruck hat von unseren Sendungen. Und unter anderem kann man das jetzt bei Radio und Fernsehen oder bei konzessionierten Radio- und Fernsehstationen so machen, dass man Sendungen beanstanden kann, wenn man das Gefühl hat, es ist unausgewogen. Und dort geht es dann weiter bei einer Ombudsstelle, die das beurteilt und die sagt, ja, da kann ich nachvollziehen, in diesem Sinn ist eine Kritik gerechtfertigt von einem Zuschauer, von einer Zuschauerin oder Zuhörerin und Zuhörer. Und wenn man da zum Schluss kommt, die Beanstandung ist tatsächlich total gerechtfertigt, dann sie weiter zu der UBI oder auch wenn jemand zum Beispiel einen Bescheid nicht akzeptiert von einer Ombudsstelle. Und das heisst, das ist die unabhängige Beschwerdeinstanz, eine außerparlamentarische Kommission. Und Raphael Prinz, mein Kollege, hat im Regionalstudio zentral zu Luzern mit der Präsidentin von der UBI, das ist die Juristin Mascha Sanci, geredet und sie als erstes gefragt, auf was man denn schaue, wenn so eine Beschwerde reinkommt.
ganz zentral bei Radio und Fernsehen sind eigentlich das Sachgerechtigkeitsgebot und das Vielfaltsgebot. Beim Sachgerechtigkeitsgebot geht es darum, dass sich das Publikum frei eine eigene Meinung bilden soll, soll nicht manipuliert werden durch die Sendung, weil zum Beispiel wichtige, wesentliche Fakten unterschlagen werden. Und beim Vielfaltsgebot geht es darum, dass man eigentlich das Programm insgesamt die Vielfalt der Ansichten, aber auch von den Meinungen, von den Ereignissen soll angemessen wiedergeben, sodass also nicht eine Tendenz in der einseitigen Meinungsbildung entstehen kann. Also es wäre zum Beispiel nicht zulässig, wenn man eine Extremposition sehr pusht auf dem Sender oder auf der anderen Seite, wäre es auch nicht zulässig, immer nur die Mainstream-Meinungen zu bringen, das, was gerade so akzeptiert ist gesellschaftlich, aber nicht kritische Gegenstimmen zulassen. Wie kann man da juristisch Grenzen ziehen zwischen Faktenvermittlung und Meinungsjournalismus? Also gerade bei Fakten und bei Meinungen ist wirklich ganz zentral und gehört zu den journalistischen Sorgfaltspflichten, dass man Transparenz macht, was eben Fakten sind und was Meinungen sind. Das muss dazu hören, der Zuschauer muss das merken, damit er sich eben freie Meinung bilden kann. Und wenn die Transparenz da ist, dann sind auch Meinungen selbstverständlich zulässig in einer Sendung. Wie muss man sich so ein UBI-Verfahren generell vorstellen? Das UBI-Verfahren ist kostenlos und es ist auch laienfreundlich. Man braucht auch keinen Anwalt, um das zu initiieren. Wichtig ist, dass man sich die Frist von 20 Tagen im Kopf behaltet. Weil ab der Ausstrahlung der Sendung hat man 20 Tage Zeit, für die Ombudsstelle vom Veranstalter zu gelangen und seine Rügen vorzubringen. Der tut nicht entscheiden, der macht das Vermittlungsverfahren und beendet das Ganze mit einem Schlussbericht. Und diesen Schlussbericht, den braucht man, damit man dann an die UBI gehen kann. Und wenn man nicht persönlich betroffen ist, braucht man dort auch noch mindestens 20 Unterschriften von anderen Personen, die Beschwerden dann unterstützen. Und wenn das bei uns ist, nach dem Rechtsschriftenwechsel und wenn die formellen Voraussetzungen erfüllt sind, dann beraten wir die Fälle öffentlich. Da kann man also reinsitzen, kann man zuhören. Und dann beraten die 9 Mitglieder von der UBI plus auch sie vom Sekretariat, die beratende Stimme haben, über den Fall diskutieren. Zum Teil auch sehr kontrovers. Und am Schluss gibt es einen rechtsverbindlichen Entscheid, also eigentlich wie ein gerichtliches Urteil, das man dann auch in den Händen hat am Schluss des Verfahrens. Tomascha Sanchi sieht die Rolle der UBIO darin, dass sie sagt, es ist eine gewisse Sicherheit, nicht nur für das Publikum, sondern auch für die Medienschaffenden. Es gibt so wie Qualitätsstandards. Und durch das sind eigentlich auch die Qualität der Medien oder Qualitätskontrollen wie gewährleistet. Wenn ihr jetzt so etwas seht, jetzt, das ist für Radio und Fernsehen, ist nicht nur für das SRG, auch für andere konzessionierte Radio- und Fernsehstationen, längt das als Qualitätskontrolle und längt das auch für das Publikum, sich zum Beispiel gegen Beiträge, Artikel, was auch immer zu wehren? Ich glaube, es sind zwei ganz zentrale Qualitätsstandards, die genannt worden ist. Also die Sachgerechtigkeit, das ist absolut zentral. Also gerade in einer Demokratie, dass wir darauf vertrauen können, dass was zirkuliert, die Informationsmedien, dass man sich um einen Wahrheitsgehalt zumindest bemüht, das ist absolut zentral. Also wenn wir darauf nicht mehr können vertrauen, dann ist die Demokratie, die Utopie von einer Demokratie ist nicht haltbar. Auch die Vielfalt ist absolut zentral. Also ich sage mal, die Schwarmintelligenz von einer Gesellschaft basiert darauf, dass wir gescheit miteinander Argumente abwägt. Und wenn gewisse Argumente einfach systematisch ausgeschlossen sind, dann führt das dazu, dass die Schwarmintelligenz abnimmt. Vielleicht einfach der eine Punkt, oder? Ich bin völlig d'accord, wenn man sagt, es braucht Transparenz in Bezug auf Fakten und auch Meinungen. Und Quellen. Und Quellen, wir brauchen aber auch Transparenz in Bezug auf Ungewissheit, was man nicht wissen. Und das liegt eigentlich fast am meisten im Argen, dass wir auch jetzt im Informationsjournalismus, ist das eher die Ausnahme, dass man auch mal sagt, hey, wir wissen es einfach noch nicht, wie jetzt die Pandemie einzuschätzen ist und wenn wir einen Lockdown einschätzen müssen. Wir brauchen auch viel, viel mehr Transparenz in Bezug auf Ungewissheit. Also, dass man sagt, soweit ist die Faktenlage gesichert, aber ab da wissen wir es nicht. Also da müssen die Medien mehr zugeben. Da müssen die Medien viel, viel mehr machen und sagen, da haben wir Facts, da haben wir eine Evidenz, die ist wissenschaftlich abgestützt, aber es gibt da einfach auch eine Situation, wo wir die Evidenz noch nicht haben. Aber also das ist etwas, auch, was wir heute machen, oder? Was wir wissen, was ist gesichert zu wissen und was wissen wir nicht. Also, welche Fragen sind auch offen? Und ich finde, das ist ganz wichtig, dass man auch sagt, was weiß man noch nicht oder an was schafft man. Das heisst auch, dass man eine gute Fehlerkultur hat. Und ich finde, das Verfahren ist auch für uns
extrem wichtig, weil es zwingt uns immer dann auch schon mal in der Stellungnahme an die Ombudsstelle und dann einfach auch in dem ganzen Verfahren immer wieder auch unsere Argumente noch mal zu überprüfen, noch mal zu schärfen auch zu, und die lebendige Diskussion, die das auch bei uns im Haus auslöst, jeden Tag und für verschiedene Sendungen, das ist extrem wichtig. Und ich glaube, es geht nur immer wieder über das, dass man sich bewusst macht, was, also, was ist passiert, stimmen diese Argumente so, wägen wir sie ab, sind die Quellenlage, ist die wirklich gut genug, oder? Also, und ich finde, das trägt schon sehr dazu bei, dass die Qualität auch eingehalten wird. Und ich finde das enorm wichtig, dass man sich auch gerade das Publikum sich kann an diese Stelle wenden und kann sagen, irgendwie, dass dort habe ich auch ich eine Stimme. Und gleich gibt es eine gewisse Ohnmacht beim Publikum, das Gefühl hat, die Medien sind stark, die können einfach mal einmal am Tag X etwas rauslassen und vielleicht sogar jemanden schädigen, also wo ein Medienopfer wird. Das Missverhältnis zwischen der Macht nach wie vor von den traditionellen Medien und dem Publikum, das wir finden, nehmen die Kritik überhaupt ernst? Sind sie selbstkritisch genug? Also ich fände es eigentlich noch gut, dass man nicht nur das UBI hätte, also quasi die Klagemöglichkeit, das Negative, sondern wie wir eine Ombudsstelle hätten von Leuten, die relevante Themen könnten. Jetzt würde ich würde das gerne als Recherche haben oder ein Recherchepool. Das sind wichtige Themen. Das fände ich eigentlich, also die bekommen sicher viele Zuschriften, aber wie könnte das wie eine auf der politischen Ebene haben wir ein Referendum, wir haben eine Initiative, aber dass man wie so eine Stelle mit gewissen Verfahren könnte einrichten könnte, dass tatsächlich dieses Ohnmachtsgefühl, das ich zum Teil als Medienkonsumentin auch habe, dass man das könnte aufheben könnte. Dass man tatsächlich das Gefühl hat, ich kann auch ein Teil sein von der Öffentlichkeit und nicht nur von der politischen Öffentlichkeit, also nicht nur als wenn ich wählen gehe, sondern auch in dem wichtige Themen genau. Bringen, eben, ja. Wo völlig fehlen im Moment. Eben Heimarbeit oder all so Sachen, Digitalisierung und so. Nichts gegen so Ombudsstellen, ich finde das auch wichtig. Und das haben auch die meisten privaten Medien haben das auch. Aber ich glaube, heute haben wir viel wichtigere und bessere Möglichkeiten, sich als Mediennutzer und Nutzerin einzubringen. Über den Dialog, den heute eigentlich alle Medien versuchen, über die digitalen Medien zu führen. Man hat Communities, man tut Antworten über die sozialen Medien, kann man einen Journalist direkt anschreiben. Ich glaube, das tut das Ohnmachtsgefühl aus der alten Printwelt, wo man noch davon abhängig war, ob die Monopolzeitung den Leserbrief abdruckt oder nicht, oder ob sie ihn dann kürzt oder noch etwas umschreibt. Aber jetzt ist es so ein bisschen querulant. Ja, nein. Ich finde, als Journalist muss ich sagen, Alex Bauer ist auch sehr aktiv auf Twitter, da gibt's manchmal, wir haben auch schon miteinander ein bisschen gestritten. Also da gibt's einen Dialog, wo ich nicht einfach nur Burlagarei finde. Facebook, Twitter, Instagram, das sind, ja. Also, und wir haben das, ich würde das nicht einfach so wegrischen. Also mit Hallo SRF, wir haben einen Kundendienst. Ich weiß ja. Also, und dort kommen alle auch Rückmeldung über. Und wenn wir zum Beispiel feststellen, oder, dass sehr viele Fragen zum gleichen Thema reinkommen, dann überlegen wir, und das haben wir zum Beispiel in der Corona, also jetzt in der ersten Phase gemacht, und wir gesagt haben irgendwie, es gibt ein Bedürfnis, wir müssen darauf reagieren, wir machen eine Sendung dazu, oder wir nehmen das auf, oder wir, also, und nehmen auch zum Teil die Stimmen mit auf. Mhm. Jetzt kann man vielleicht sagen, ein offizielles Verfahren fehlt noch dazu, aber ich glaube, das Bemühen an ganz vielen Stellen ist enorm da, also als Offenheit von einem Haus. Aber es gibt den institutionellen Teil und das ist alles gut und recht. Aber ich glaube, es ist wirklich, wir müssen uns als Journalisten selbstkritisch wirklich mal mit unserem Selbstverständnis ein bisschen auseinandersetzen. Und du hast es vorher angesprochen, wir kommen aus einer Zeit raus, also ich komme aus einer Zeit raus, als Vollblutjournalist, wo wir eigentlich wirklich noch das Monopol haben. Es hat eine Demokratisierung von den Medien durch die sozialen Medien. Wir merken plötzlich, aha, oder? Man kann in Frage gestellt werden. Da gibt es natürlich auf den sozialen Medien auch alle Verschwörungstheorien und Beleidigungen und Fake News und alles Mögliche. Aber es gibt eine gewisse kritische Grundhaltung gegenüber eben Fake oder Lügenpresse und so, die nicht ganz unberechtigt ist und die uns zwingt, dass wir uns überlegen, hey, was ist eigentlich unsere Rolle? Also die Dienstleistung, die wir erbringen. Und ich bin gerade aus einer Generation, wo die Journalisten immer so qui bono, das ist immer die erste Frage, oder wem nützt das und so. Und ich glaube, das ist die unjournalistischste Frage, die es gibt. Also wir stehen im Dienst
ist vom Publikum. Wir müssen denen einfach relevante Sachen, wir müssen denen denken. Aber wir müssen denen nicht vorgeben, was sie zu denken haben. Nicht das Publikum, sondern die schreiben für Kollegen und Kolleginnen. Und ja, über das haben wir nicht geredet. Und es ist das, was mich sehr stört. Wir sind jetzt hier sehr abgehoben. Wir reden über Trump und. Nehmen wir jetzt mal unsere Firma, wir können die Media nehmen. Wir haben jetzt 400 Journalistinnen und Journalisten. Von denen sind die allermeisten in den Regionen draussen. An etwa 40 verschiedenen Orten. Die kennen sogar die Leute. Man kann sogar zu denen ins Büro laufen. Das glauben sie gar nicht. Ich finde Herr Dückeli einen wertvollen Mitarbeiter vom SRF. SRF hat auch Leute im Inland, in den Regionen draussen. Es gibt eine Studie aus Amerika, Timothy Snyder, die sagt, die Glaubwürdigkeitskrise der Medien ist dort am grössten, wo der Lokaljournalismus gestorben ist. Wo ich niemanden mehr kenne. Wo ich in meinem Dörfli, das kommt nur noch vor, wenn irgendeine Bombe explodiert. Und dann kommt CNN und alle und so weiter. Und ganz viele regionale Verlage, privat oder öffentlich-rechtlich, tun die Region. Und das ist glaube ich, für die Glaubwürdigkeit noch wichtiger als die sozialen Medien. Das ist auch wichtig und die Ombudsstellen sind auch wichtig. Aber am Schluss sind das alles Menschen, die miteinander interagieren. Wir gehen das Ende von dieser Sendung zu. Wir haben sehr viel über Kritik geredet. Kritikpunkte, die aufgekommen sind, eingebracht. Natürlich auch von dieser Expertise der letzten paar Monate über Corona. Auch selbstkritische Töne sind gekommen, das hat mich sehr gefreut. Vielleicht fühlt sich jetzt der eine oder andere Zuschauer daheim überhaupt nicht abgeholt, weil er sagt, hey, ich habe das alles gut gefunden. Also, was habt ihr jetzt zum Beispiel konkret erlebt an positiven Reaktionen aus dem Publikum? Also jetzt in dieser Zeit? Ja. Also wir haben sehr viele positive Reaktionen bekommen in dieser Zeit. Also wir haben im Kundendienst haben wir zum Teil täglich über 1000 Rückmeldungen bekommen. Und das ist gegangen von Orientierungsfragen, aber genauso auch wirklich als Ansprechpartner. Also das, was Sie gesagt haben, oder? Also ihr seid da, wir kennen euch, ich habe da noch eine Frage. Und was das Positive, was mich auch wirklich sehr berührt hat, ist, dass es bei uns nicht nur um die Information gegangen ist, sondern dass wir auch mit Radiostationen. Wir haben mit Sendungen wie Musikwunschsendungen, wo jeder mir würde sagen, das ist eigentlich schon wirklich Radio von vorgestern, dass wir gemerkt haben, dass die Menschen sich von uns möchten auch begleiten lassen und sie uns vertrauen. Und das hat uns auch überwältigt in der Zustimmung. Und das macht auch, das motiviert auch. Ihr habt ja auch Sachen erlebt, oder? Bis jetzt so noch nicht erlebt hat, glaube ich. Das hätten wir vor der Sendung noch gesagt. Ja, wir Journalisten sind natürlich gewöhnt, wir sind Prügelknaben oder? Und Prügelmädchen. Und dass wir jetzt, das ist für uns ein neues Erlebnis, zumindest für meine Generation, dass wir jetzt Briefe bekommen, wo auch ältere Leute, die die Zeitung noch haben, auf Papier, die sagen, danke, dass es euch gibt. Danke, dass ihr im Lockdown, wo alles zu hat, praktisch, oder, dass die Zeitung weiterhin kommt, dass der Verträger sie ins Haus bringt. Einfach ein Dankeschön, das ist man sich gar nicht gewöhnt gewesen. Das ist mir wahrscheinlich berührt und freut sich und hofft, entgegen ihrer Studie, dass es noch ein bisschen hängen bleibt. Sie haben gesagt, das ist ein Phänomen, das vielleicht vorbeigeht. Ich bin da ein bisschen optimistischer. Ja, die würden vielleicht die weitere Zeitspanne auch noch anschauen. Merci vielmals. Oh, danke in diese Runde. Merci. Marc Isenegger, Regula Stempfli, Nathalie Wappler, Alex Bauer und Patrick Müller. Merci euch für zuzuschauen. Es ist doch jetzt spät geworden. Jetzt kommen die News. Morgen die Rundschau-Talk mit dem Bundesrat Ignazio Cassis. Merci nochmal und an dieser Stelle adieu.